Hallo und willkommen am Stand von Sachtler auf der IBC 2016 hier in Amsterdam. Mein Name ist Tobias Kolten, ich vertrete die Marke Sachtler und ich möchte euch gerne den neuen Fluidkopf, den FSB 10 von Sachtler vorstellen. Der FSB 10 ist unsere neueste Ergänzung zur bekannten FSB-Produktlinie. Ihr kennt vielleicht den FSB 4 oder den 6 oder den 8. All dies sind 75 mm Produkte von der Ball Size. Der FSB 10 ist die erste 100 mm Lösung in dem Bereich und zielt ganz bewusst auf die aktuellen Cine-Style-Kameras wie die C300 oder die Blackmagic Ursa Mini oder die FS7 von Sony ab. Wir bieten bei diesem Produkt eine Payload-Range von 4 bis 12 Kilogramm an. Wer nach einer größeren Payload-Range sucht, die schon bei einem Kilogramm anfängt, da schlage ich vor, den nach dem DV12 Ausschau zu halten. Dort ist die Payload-Range fängt bereits bei einem Kilogramm an. Der Sachtler FSB 10 hat 10 Counterbalance Steps und 5 Drag Steps auf der vertikalen und horizontalen Achse. Den FSB 10 bieten wir mit zwei unterschiedlichen Kamera-Interfaces an. Einmal mit der bekannten Sideload-Technologie von Sachtler, aber auch die Touch-and-Go-Technologie. Das Produkt ist ab sofort in unserem weltweiten Handel verfügbar und startet im Systempreis bei 3.000 Euro und ist damit wesentlich günstiger als der DV10, den der FSB 10 ersetzen wird.